Es gibt ein neues Auto für Bloch bastelt, Bloch spielt. Und ich weiß wieder nicht, welches Auto mir die Redaktion ausgesucht hat. Ich werde es jetzt hier gleich reingeschoben bekommen. Ich sehe da rechts noch so einen Karton. Und jetzt schauen wir mal, was drin ist, was ihr mir ausgesucht habt. Ah. So, ich greife jetzt einfach mal rein, wie in so eine Lostrommel. Schau mal hier. Ist eine Fernbedienung. Ah! Akkus und ein Lader. Ha. Ferngesteuertes Auto. Was haben wir hier? TT02. Okay, Tuning Kit. Gut, jetzt fehlt noch das letzte. Das ist die Spannung. Und? Sehr cool. Oh, es ist ein Audi Quattro Rally A2. Ferngesteuertes Auto zum selber zusammenbauen. Und der ist damals gefahren worden von Hanno Mikola und Arne Herz. Sehr, sehr gut. Ich war damals großer Quattro-Fan, definitiv. Klar, Walter Röhrl, alles drum und dran. Das habe ich mega verfolgt. Und ich hatte in meinem Kinderzimmer Poster von diesen Autos hängen, auch später noch. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich den da hängen hatte. Ich stelle ihn nochmal hin. Aber das war definitiv ein Auto, was ich ganz, ganz großartig fand. Vor allem dann Sport-Quattro. Wow, wow, definitiv. Das wäre ein Auto, das ich gerne besitzen würde. Aber jetzt muss ich den hier erstmal zusammenbauen. Und das ist jetzt nochmal eine andere Aufgabe als beim letzten Modell. Und ich freue mich wirklich sehr drauf. Und jetzt verstehe ich auch hier die Verbindung. Denn so viel weiß ich noch. TT02 steht für das prinzipielle Chassis bei Tamiya. Und hier, das ist ein Tuning-Kit. Da kann ich wahrscheinlich noch Kugellager und alles drum und dran einsetzen. Ich kann das Auto also noch ein bisschen pimpen. Ich baue den zusammen und dann unterhalten wir uns ausführlich drüber, ob der dem Originalauto entspricht. Und wir unterhalten uns vor allem ausführlich über das Originalauto. Und jetzt wird gebaut. Er ist fertig. Haha, ich finde, er sieht sehr vernünftig aus. Doch muss ich mir so ein bisschen auf die Schulter klopfen. So schlecht ist er gar nicht geworden. Es war eine Höllenarbeit. Also ich habe wirklich, würde man sagen, höheren zweistelligen Stundenbereich dafür gebraucht. Nein, keine Ahnung, ich habe 15, 16 Stunden für das ganze Auto gebraucht. Und vor allem die Lackierung, nein, speziell die Karosse, war extrem aufwendig. Da musste ich richtig dran arbeiten. Das muss ja alles lackiert werden, das muss ausgeschnitten werden, das muss abgeklebt werden. 85.000 gefühlte Aufkleber müssen hier drauf gemacht werden. Und ich bin definitiv nicht geboren für so eine Mega-Fisselarbeit und schon gar nicht für Folierungs- und Lackierungsarbeiten. Da ist kein Folierer oder Lackierer an mir verloren gegangen. Ich habe es trotzdem geschafft und er steht sehr vernünftig da. Was deutlich schneller ging, war innen drin die Technik. Die wäre auch noch schneller gegangen, wenn ich, wie drücke ich es nett aus, kein Depp wäre. Denn als ich das Ding grundsätzlich zusammengebaut habe, wollte ich mal ausprobieren, ob er denn schon fährt. Und dann habe ich Leistungsregler angeschlossen, Fernbedienung, Strom dran gemacht, Strom gegeben und was hat das Ding gemacht? Vorne und hinten durchgedreht und ansonsten quasi stehen geblieben. Was habe ich angestellt? Ja, kommt irgendjemand drauf? Ich habe das Vorderachsdifferential falsch rum eingebaut. Es gibt nämlich die Möglichkeiten, das auf der einen oder auf der anderen Seite einzubauen. Und je nachdem, wie ich es einbaue, dreht sich das halt nach vorne oder nach hinten. Also haben die Hinterräder versucht, nach vorne zu fahren, die Vorderräder haben versucht, nach hinten zu fahren. Die ganze Fuhre stand im Prinzip und bewegte sich etwas nach vorne, was dafür spricht, dass die Hinterachse etwas mehr Traktion aufgebaut hat als die Vorderachse. Gut, da musste ich alles wieder auseinandernehmen. Das könnt ihr euch übrigens auch im Video anschauen, wie so ein Differential von innen aussieht. Da habe ich einen kleinen Ausschnitt dazu gedreht. Dann bauen wir jetzt mal ein Kegelrad-Differential zusammen. Das sind alles Plastikteile, deswegen muss man sehr darauf achten, dass die gut entgratet sind. Denn das ist nicht schön, wenn man so ein Tränenteil, schnell Tränenteil, das wird ja später ordentlich rotieren, dann noch irgendwelche Krater stehen. Das fühlt sich aber gut an. Okay, gut. Also, wir haben das Differentialgehäuse. Ja, wir haben hier die Seite, wo der Antrieb drauf geht. Und jetzt müssen wir das innen drin noch zusammenbauen. Dafür haben wir hier eine Sternachse. Darauf kommen die kleinen Kegelräder. Sieht man hier? Klein, weil diese kegelförmig sind, deswegen nennt man die Kegelräder. So.
Und hier noch. Und da oben noch. So, jetzt brauchen wir die Gegenstücke. Die großen Kegelräder. Na, wirst du. Die kommen auf der einen und der anderen Achsseite. Was mache ich denn da, Alex? Na, nicht so blöd. Jetzt! Ha! So, jetzt haben wir hier schon etwas, was sich dreht. Und das müssen wir jetzt ordentlich mit Fett versorgen. Da wird nämlich richtig Tempo drauf kommen. So ein Differential kann sehr, sehr heiß werden. Also wenn ihr das mal in Natura seht bei den Autos, die haben oftmals bei den Differentialen auch nochmal eine Kühlung, also so Kühlrippen, damit da eben die Wärme abgeführt wird. Vor allem dann, machen wir noch ein bisschen was drauf, kann ich schauen. Vor allem dann, wenn wir es auch noch mit dem Sperrdifferenzial zu tun haben, weil da werden ja schon auch Kräfte verwaltet. So, was kommt hier drauf? Na? Komm, sei lieb zu Papa. Sei lieb zu Papa. Jetzt, wunderbar. Und davon brauchen wir übrigens zwei Stück. Logischerweise, denn wir haben ja ein allradgetriebenes Auto vorne und hinten und die können wirklich identisch ausgeführt werden. Wir haben es ja hier mit einem Audi Quattro A2 zu tun. Und ich finde, er ist so ein bisschen der verkannte Star unter den Quattros. Denn wenn man heutzutage an die Zeiten zurückdenkt, in den 80er Jahren, Rallye, was kommt einem da sofort in den Kopf rein? Gruppe B Monster, ja, die kurzen Sportquattros, die knubbeligen mit diesem mit 500 PS, wie die über die Pisten geballert sind. Walter Röhrl kommt einem sofort in den Kopf. Das sind sicherlich zwei sehr wichtige Protagonisten, aber ehrlich gesagt nicht die, die Mega-Erfolg hatten auf dem Quattro. Wobei Walter Röhrl, hey, ich hatte das Vergnügen, diesen Menschen schon ein paar Mal zu treffen. Ich durfte auch schon mit ihm fahren und es ist wirklich beeindruckend, wie er fährt, wie weich der fährt, ja, wie unangestrengt das aussieht, welche Reflexe der hat. Und was er auch zu erzählen hat, wenn man sich länger mit ihm unterhält. Man muss nicht jedes Wort teilen, aber was er zu sagen hat, hat Hand und Fuß, wirklich großartig. Und trotzdem sind die Jungs, die auf diesem Auto hier waren, Hannu Mikula und Arne Herz als Beifahrer, die eigentlichen Stars der Quattro-Ära. Und der Audi Quattro A2, so wie er hier steht, ist auch der eigentliche Star. Denn der hatte die Erfolge. Damit wurden die Rallye-Weltmeisterschaften gewonnen. 1983 hat Hannu Mikula mit diesem A2, der kam ja in der zweiten Saisonhälfte als Nachfolger vom A1, die Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen und er war damit der erste Allrad-Weltmeister. Allrad-Weltmeister, muss man wissen, am 01.01.1980 hat die FIA beschlossen, dass in der Rallye-Weltmeisterschaft auch Autos teilnehmen dürfen, die zwei angetriebene Achsen haben. Von Audi initiiert und ich schätze mal auch kräftig durchgebracht. Nachtigall, ich hör dir trapsen. Audi wollte halt unbedingt, dass in der Rallye-Weltmeisterschaft eben vier angetriebene Räder mit dabei sind, was ehrlich gesagt technisch ja auch Sinn macht. Also auf Asphalt können wir ja drüber diskutieren, da kriege ich auch so noch Traktion hin, aber gerade wenn es lose wird, auf Schotter, auf Schlamm, ähnliches, ist nun mal Allradtraktion etwas, da diskutieren wir heute gar nicht mehr bei den Rallye-Autos. Damals war das schon echt eine große Nummer. Und wenn man jetzt gerade Röhrl sieht, der hat die am Anfang gehasst. Der konnte damit nicht so viel anfangen. Seine Aussage war, ja, er weiß, die werden gewinnen, das sagt er jetzt schon. Auf losem Untergrund hat er keine Chance. Und er sagt einfach, die waren technisch einfach überlegen, definitiv. Trotzdem hat Röhrl es ja auch geschafft, 1982 noch Weltmeister zu werden, Rallye-Weltmeister, damals auf dem Ascona 400, Hinterrad getrieben. Einfach, weil die alten Autos, in Anführungsstrichen alten Autos, mit reinem Hinterradantrieb, besser beherrschbar waren. Die waren verstanden, wie sie funktionieren, wie sie ums Eck rumgefahren sind. Und die Quattros kamen. Und im Prinzip war die Technik ja noch nicht richtig verstanden. Sie war ja ganz neu im Geschäft drin. Und es musste ja erst gelernt werden. Und Hannu Mikula war einer, der eben nicht nur gelernt hat, sondern der auch Audi unglaublich dabei unterstützt hat, dieses Auto auf Kurs zu bringen, fahrbar zu machen. Eben mit dem Ergebnis 1983 Rallye-Weltmeister zu werden. Und 1984 wurde dann Stig Blomqvist auch auf dem A2 Rallye-Weltmeister. Jetzt werden einige sagen, Moment, Stig Blomqvist,
da war doch was. Sportquattro. Ist er nicht Sportquattro 84 gefahren? Ja, am Schluss der Saison ist er dann auch in den Sportquattro eingestiegen. Werdet euch sicherlich erinnern, Sportquattro ist die um 32 cm im Radstand gekürzte Version dieses Quattro. Und der sollte ja dann auch mit deutlich mehr Leistung nochmal noch einen draufsetzen, noch wendiger sein, noch agiler sein. Die Geschichte war eher so, dass der Sportquattro, sagen wir mal ehrlich, dann doch ein Flop war. Wir haben ihn alle noch im Kopf, weil das so wahnsinnig war, wie der um die Kurven geballert ist. Aber im Endeffekt hat er kaum was gerissen. Der hat mal ein Rennen gewonnen, definitiv. Aber der eigentliche, definitive Star, nee, nicht der eigentliche, der definitive Star dieser Quattro-Ära, dieser Audi-Ära, war hier der A2. Zwei Rallye-Weltmeistertitel und auch der allererste Rallye-Weltmeister auf einem allradgetriebenen Fahrzeug überhaupt. Und jetzt gucken wir uns erstmal von außen die Originalität dieses Autos an. Da gibt es nämlich ein paar Sachen dazu zu erzählen. Ich habe hier übrigens auch die Nummer 3. Ein Bild aus dem offiziellen The Audi Book, wo wir den damaligen Rallye-Weltmeister sehen. Wer ist da eigentlich drauf gefahren? Lass mal gucken hier. Das ist das Auto von Michel Mouton. Das waren ja damals so die Heroen bei Audi, Blomqvist, Mouton, Mikola. Röhrl kam ja selbst erst später dazu. Und auf den ersten Blick sieht das schon verdammt gut aus. Klar, es gibt so ein paar kleinere Farbunterschiede, aber auf den ersten Blick, so auch mit den schwarzen Umrandungen hier, das sieht alles klasse aus. Klar haben sich natürlich die Sponsoren mit der Zeit etwas verändert, überhaupt kein Thema. Aber ich finde, jetzt guckt es euch doch nochmal an. Boah. Also das ist schon gut getroffen. Also wer Bock auf Autos hat, stellt sich sowas in die Vitrine und streichelt drüber. Trotzdem sind so ein paar kleinere Details, die ich wirklich klasse finde, und so ein paar andere, da können wir ein bisschen drüber reden. Und wir fangen erstmal damit an, zu checken, ob das Auto auch maßstabsgetreu ist. Dafür brauchen wir was zu messen. Das Auto ist ja ein Modell 1:10. Das heißt, dieses Modell hier bildet den Originalmaßstab in einer zehnfachen Verkleinerung ab. Oder andersrum gesagt, was wir hier messen, müssen wir einfach nur mal 10 nehmen, um zu überprüfen, ob es dem Originalmaßstab entspricht. Und das Originalauto war 4,40 Meter lang. So, und jetzt schauen wir mal, wie lang der hier ist. Ja, ich zeige es mal hier, wenn man es gut sieht. Ja, das passt ziemlich genau. Ja, wenn die vorne die Zusatzscheinwerfer können wir weglassen, aber das sind ziemlich genau 44 cm, also 10-mal kleiner. Das finde ich schon mal großartig. Vor allem, wir müssen ja eine Sache sehen, das Auto hier steht auf einer Standard-Technikbasis, die auch für andere Autos bei Tamiya verwendet wird. Da gibt es zum Beispiel auch einen Subaru Impreza, der hier auf dem TT02-Chassis steht. Das heißt, ich habe kaum einen Einfluss auf den Radstand. Und der Radstand vom Urquattro A2 ist 2,52 Meter und da treffen wir es nicht. 2,62 Meter, 2,63 Meter umgerechnet. Wie gesagt, es ist ein Standardchassis und deswegen ist das schwer, das da exakt genau zu treffen. Fällt einem optisch nicht auf. Umso erstaunlicher, dass sie es geschafft haben, das in der Produktion so zu strecken und anzupassen, dass dann die Gesamtlänge wieder stimmt. Wir können uns noch Breite und Höhe angucken. Höhe ist 1,34 Meter ungefähr. Müsste auch hier ziemlich genau hinhauen, 13,4 cm ungefähr, wobei die Höhe kann ich ja selbst ein bisschen einstellen. Hier kann ich die Position der Höhe festlegen. Und die Breite, was haben wir? Ja, ein bisschen mehr als 1,80 Meter, 1,84 Meter. Ja, das ist auch ziemlich genau das, was das Original hat. Also, das finde ich schon mal klasse. Denn so einfach ist das gar nicht, hier so ein maßstabsgetreues Auto hinzustellen. Beklebung finde ich richtig gut. Also, ich habe das mal gecheckt, die Beklebung, die hier drauf sind, die sind auch definitiv auf Autos drauf gewesen, auch auf Autos, die Hannu Mikola und Arne Herz pilotiert haben. Natürlich stimmt das jetzt nicht mit dem hier überein. Auch wenn da jetzt eine 3 drauf steht. Aber das Auto ist auch von Michel Mouton gefahren worden. Und da hat halt jeder auch so seinen eigenen Stil gehabt. Was mir leider nicht ganz optimal gefällt, sind die Reifen. Das ist immer wieder das gleiche Thema. Bei den Reifen fände ich es sehr, sehr schön, wenn da auf den Reifen der Originalhersteller draufstehen würde. Ich meine, hier groß steht er ja drauf. Michelin. Vorne, hinten, egal wo, ist ein Michelin-Reifen drauf. Und wenn ich auf die Reifen drauf gucke, was steht hier? Tamiya. Mir ist kein Hersteller von Autoreifen namens Tamiya bekannt. So, gibt es noch irgendwas, was mir noch auffällt? Schauen wir noch mal. Ja,
Ja, das sind sowieso kleinere Karosseriesachen, die mit der Lexan-Karosserie schwieriger zu machen sind. Also, wenn ihr das hier mal seht, seht ihr hier, das sind immer so leichte Kotflügelverbreiterungen. Ja, die fehlen hier. Das ist auch schwieriger, das in die Lexan-Karosserie so reinzubringen. Ich habe sie auch nicht weggeschnitten, nein. Sondern die fehlen hier. Und wenn man sich jetzt speziell die Felgen anschaut, das sind Ronal-Felgen, dann sind das Felgen mit fünf Verschraubungen und hier habe ich halt eine Zentralverschraubung, einen Zentralverschluss. So, man sieht so ganz leicht angedeutet, so kleine Punkte hier. Ja, das sollen quasi die Schrauben darstellen, die fünf der fünf Speichenfelge. Ja, das hätte man sicherlich noch etwas liebevoller machen können. Dafür ist ein anderes Highlight, wenn man vorne ins Gesicht guckt und dann die Scheinwerfer sieht hier. Das sieht wirklich klasse aus. Das hat Tiefe. Da ist auch noch hinten ein Plastikteil hinten dran. Das ist auch so ein durchsichtiger Aufkleber, der vorne drauf kommt. Ich finde, das sieht echt lecker aus. Also grundsätzlich finde ich das Auto aber sehr gelungen. Optisch gefällt mir wirklich gut im Rahmen dessen. Wir müssen ja auch über den Preis reden. Was kostet da? Rund 150 Euro. Da darf man jetzt keine Wunder erwarten. Klar gibt es Modelle, die viel mehr kosten, noch detailgetreuer sind. Aber hier in dem Preissegment. Wie sauber das verarbeitet ist, hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie der Verarbeiter ist. So, jetzt gucken wir aber mal rein in das Auto. In den A2. Boah, diese Dinger, die hasse ich wie die Pest. Die rutschen dann immer ab und dann knallen sie dir unter den Fingernagel und dann regst du dich wieder auf und dann schimpfst du wieder. Da gibt es auch noch größere mit so einem größeren Haken zum Rausziehen. Die sehen bloß blöd aus. Zack. So. Wir gucken die Technik hinein. Ah, schön. Ich bin kaum damit gefahren. Ich hatte Angst, dass ich ihn irgendwo gegen die Wand setze. Und das wäre ein bisschen blöd, euch das Auto jetzt zu zeigen, wenn er so zertrümmert wäre. Okay. Dann schauen wir uns mal die Technik an. Schaut sie euch an. Und das sieht definitiv nicht aus wie bei einem Urquattro A2. Gut, das war auch nicht anders zu erwarten. Zum einen haben wir es hier mit einem Elektroauto zu tun und zum anderen auch mit einem Modell, das preislich ja noch im Rahmen bleibt. Wenn das jetzt ein Auto wäre für 5, 6, 700 Euro, für 1000 Euro, würde ich deutlich mehr Originalität bei der Technik erwarten. Hier können wir aber darüber reden, dass es ein paar Punkte gibt, die gar nicht mal so schlecht getroffen sind. Wir fangen mit einem der wichtigsten und kultigsten Punkte an. Der Motor. Fünfzylinder-Motor. Großartig, oder? Ein ganz kurzer Abriss zur Geschichte des Motors. 1976 hat Audi seinen ersten Fünfzylinder-Motor präsentiert. Fünfzylinder-Reihenmotor. Typ 43 heißt der übrigens. Und der ist entstanden aus einem VW-Motor, einem Vierzylinder, dem EA827. 827, da erkennt man auch die Verwandtschaft zu modernen VW-Motoren. Die haben immer noch EA vorne dran stehen, steht übrigens für Entwicklungsauftrag. Und damals war bei Audi eben die Diskussion, was nehmen wir? Nehmen wir einen Sechszylinder? Sechszylinder wäre bei den damaligen Audi-Konstruktionen zu weit nach vorne gerutscht. Der wäre von der Gewichtsverteilung her nicht optimal gewesen, wobei über die Gewichtsverteilung auch des Fünfzylinders müssen wir noch reden. Und es wäre ein Motor gewesen, der grundsätzlich einfach zu viel Bauraum gebraucht hätte. Heutzutage nennt man das Packaging-Probleme. Und deshalb hat man sich damals gegen einen Sechszylinder-Motor und für einen Fünfzylinder entschieden. Und das ist ja eine der besten Entscheidungen der Automobilgeschichte gewesen, weil sonst wäre uns dieser wunderbare, dieser genial klingende Fünfzylinder nämlich durch die Lappen gegangen. Und dieser Fünfzylinder-Motor, der wurde dann 1979 im Audi 200, 5T, steht für Fünfzylinder-Turbo, aufgepimpt auf 170 PS. 2,1 Liter Motor, aus dem man 170 PS rausgeholt hat. Und das war die Basis für den Quattro-Motor, wie er dann auch in der Rallye-Weltmeisterschaft eingesetzt worden ist. Was haben wir bei diesem Modell hier? Einen Heck-Mittelmotor. Mittelmotor sitzt zwischen den Achsen, sitzt hinter dem Fahrer, also im Heck. Das ist ein Heck-Mittelmotor. Hat mit dem Original Quattro-Motor gar nichts zu tun. Wo sitzt denn beim Original Audi Quattro A2 der Fünfzylinder-Motor? Das ist unser Fünfzylinder-Motor hier. Nicht nur auf der Vorderachse, sondern sogar über die Vorderachse hinaus. Der ragt wirklich über die Vorderachse raus. Und das ist natürlich fahrdynamisch eine äußerst miese Position. Wieso? Weil ich die schweren Massen eines Autos im Zentrum positioniert haben möchte. Und nicht irgendwo außerhalb. Ganz einfach, wenn ich hier mit um die Kurve fahre. So, der Motor ist hier vorne. Und das Auto bekommt jetzt gesagt, pass mal auf, fahr um die Kurve. Dann muss ich auch die Massenträgheit des schweren Motors überwinden. Diese Masse, und
Beim Verbrennungsmotorauto ist nun mal der Motor die schwerste Einzelmasse. Die muss ich dazu bringen, dass jetzt gerade von der Geradeausfahrt die Masse plötzlich in eine Kurvenfahrt übergeht. Und da wehrt die sich erstmal dagegen und sagt, nö, ich bin eine große Masse, ich habe jetzt keine Lust, in die Kurve zu fahren. Und umso weiter diese Masse im Zentrum positioniert ist, desto einfacher ist es, sie dazu zu überreden, die Richtung zu ändern. Hier vorne ist das halt ein Riesengewicht mit einem sehr großen Hebel. Fahrdynamisch wirklich nicht gut. Deshalb musste man damit leben und auch mit einem gewissen zickigen Fahrverhalten des Autos, wenn es eben um die Kurve ging. Das war nicht so sein Riesenmetier. Vor allem enge Kurven mochte der A2 und auch der A1 nicht so riesig. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Und es war zudem auch noch ein Turbomotor. Und zwar so, wie damals Turbomotoren ausgelegt worden sind. Nämlich mit einem riesen Turbolader für die Maximalleistung, aber überhaupt keine Rücksicht darauf, wie der jetzt im unteren Drehzahlbereich anspricht. Gerade der Bereich, wo die heutigen Entwickler so wahnsinnig viel Wert drauf legen, dass der Turbolader eben schon aus niedrigen Drehzahlen gut anspricht, harmonisch dann übergeht, damals ging es erstmal um Maximalleistung. Der Motor da drin, der 2,1 Liter Motor, war mit 1,9 Bar aufgeladen, leistete im A2 Motor 360 PS, das waren nochmal 20 PS mehr als im Vorgänger im A1 Motor. Und da ging es nicht darum, ob großartig um Fahrbarkeit. Der Motor war echt schwer zu fahren. Der hatte eine sehr spitze Leistungscharakteristik. Und als Walter Röll dann zu Audi kam, ja, seine Sauger gewohnt war, ob das jetzt der Ascona war oder der ist ja auch 1981, glaube ich, 911er gefahren, dann war der natürlich erstmal sehr erstaunt, um es mal nett auszudrücken, vom Fahrverhalten des Quattro, weil der nicht um die Kurven gefahren ist. Und deswegen hat er sich Tipps geholt. Er ist damals zu Hanno Mikola und hat gesagt, Junge, wie machst du das? Und dann hat ihm Hanno Mikola Tipps gegeben. Und da ist auch etwas, wo selbst so eine fahrerische Größe wie Röhrl zu einem Fahrerkollegen gehen musste und ihn fragen musste. Wobei hat er nicht irgendeinen gefragt, er hat Hanno Mikola gefragt. Und das ist wirklich eine absolute Größe, wenn es nicht nur ums Quattrofahren, sondern grundsätzlich ums Rallyefahren geht. Also das war eine ziemliche Zicke. Und man sieht das auch heutzutage auf den Videos, wenn das Auto um die Kurve fährt. Oftmals sieht man erstmal, wie die Front so nach außen drängt, will untersteuern. Ja, und dann kommt das Heck und grundsätzlich waren die Allradautos damals, boah, das war am Anfang, die waren noch nicht so leicht zu beherrschen. Die anderen Autos mit Hinterradantrieb, das hatte man verstanden, das ging smooth, das ging sehr weich, das Einlenken, das Driften. Und jetzt kamen plötzlich diese Autos hier und wie hat das Walter Röll mal ausgedrückt, die Autos standen mit ihrer ruppigen Art und Weise zu fahren, seiner weichen Fahrweise gegenüber. Also er musste da auch mal trainieren und üben. Ziemlich erstaunlich. Aber auf der anderen Seite, der Fünfzylindermotor da drin. Holy, wie gut klingt der. Das ist der helle Wahnsinn. Ganz großer Sport. Muss ich jetzt kurz mal durchatmen, wenn ich darüber nachdenke. Waren schon geniale Zeiten. Ja. Fünfzylindermotor, genau, der war übrigens leicht geneigt, ich glaube so ungefähr 27 Grad und es war nur ein Zweiventilmotor. Ja, heutzutage lachen wir darüber. Der Audi-Motor hat dann später auch, also der Fünfzylinder hat dann später auch vier Ventile bekommen. Das war aber dann doch deutlich später, der hieß ja dann 20V, genau, 5x4, 20 Ventile. Und der war erstaunlich niedrig verdichtet. Klar, Turbomotoren sind niedriger verdichtet, weil sie sonst ein gewaltiges Klopfproblem bekommen, wenn sie hoch aufgeladen sind. Aber der Motor hier drin war gerade mal 6,5 zu 1 verdichtet. Serienvariante hat wenigstens noch 7. Heutige moderne Turbomotoren liegen schon im Bereich über 9 oder mindestens bei 9, weil grob gesagt, umso höher die Verdichtung liegt, desto besser ist auch die Effizienz oder andersrum gesagt, der Motor hier hat ordentlich gesoffen und hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass man heute sagt, Turbo läuft, Turbo säuft. Wobei immer gelaufen ist er ja nicht, braucht ja erstmal Ladedruck. Okay, soviel erstmal zum Motor. Das passt ja hier nicht. Man könnte jetzt noch überlegen, hier vorne einen Motor hinzubauen, einen Frontmotor mit einem Elektromotor. Finde ich persönlich jetzt ein bisschen affig, kriege ich auch die Karosserie nicht richtig unter. Würde das Ganze teurer machen und es wäre auch nicht entscheidend, weil bei einem Elektroauto ist nicht das Gewicht des Motors entscheidend, sondern das Gewicht des Akkus. Also das heißt, ich muss bei einem Elektroauto kein Mittelmotorauto bauen, um es besonders dynamisch zu machen, sondern ich mache ein Mittel-Akku-Auto, weil der ist viel schwerer. Und das habe ich hier auch. Ein Mittel-Akku-Auto. Akku hatte natürlich der A2 damals auch. Kleine 12-Volt-Batterie. So, okay, was haben wir noch an Gemeinsamkeiten? Es ist ein allradgetriebenes Auto.
In diesem Fall habe ich bei einem Tamiya-Modell vorne und hinten ein Differential. Das ist ein Kegelraddifferential. Das könnt ihr auch im Video nochmal sehen, wie ich das aufgebaut habe. Ja, wie man sieht, diese Kegelräder sind aus Kunststoff aufgebaut hier. Damit sieht man natürlich auch, dass die Leistung des Motors hier begrenzt ist. Ja, der Motor macht jetzt nicht wahnsinnig viel Druck, sonst würde der die Kunststoffräder irgendwann auseinanderreißen. Das ist auch nur ein sogenannter Gleichstrommotor, was man daran erkennt, dass er hier zwei Anschlüsse hat, Plus und Minus. Und wenn er eine halbe Umdrehung hinter sich gebracht hat, dann muss der Strom gewendet werden, so mit einem sogenannten Kommutator, und dann kann es wieder weitergehen. Deswegen ist da hier auch eine Bürste drin, das ist ein Bürstenmotor. Es gibt aber auch bürstenlose Motoren, die heißen Brushless, bürstenlos. Oder man könnte sie auch einfach Dreiphasen-Wechselstrommotor nehmen. Nämlich diese besonderen Motoren, die drei Anschlüsse haben, die funktionieren hier in einem RC-Elektroauto genauso wie bei einem großen Elektroauto. Und das finde ich das Gute am Tamiya-Modell. Ich habe hier zwei Anschlüsse für den Gleichstrommotor. Ich kann aber mit der gleichen Leistungselektronik hier, ich zeige dir nochmal, das ist die Leistungselektronik, ja, kann ich, wenn ich will, auch direkt einen bürstenlosen Motor mit drei Anschlüssen, drei Phasen anschließen, weil das ist schon gelegt hier. Das finde ich echt eine klasse Sache. Ich würde es so aber nicht machen, weil mit den Kunststoffdifferenzialen, das gibt Sägespäne. Ja, eine Menge sogar. So, okay, also. Wir haben vorne und hinten ein Differential, wir haben in der Mitte kein Differential, was wir auch daran sehen. Achtet mal auf die Hinterachse. Wenn ich hier vorne beide Räder drehe, na, dann dreht zumindest mal ein Rad oder vielleicht sogar beide Räder durch, weil ich kein Ausgleichsgetriebe habe, das die Drehzahlschwankungen zwischen Vorder- und Hinterachse ausgleicht, sondern es geht nur auf der Achse, über das Differential, seht ihr hier. Zack, kann ich hier frei drehen, überhaupt kein Thema. Wenn ich zwischen den Achsen das mache, habe ich eine Verbindung. Wenn ich jetzt um die Kurve fahre, ja, und dann seht ihr, wie dann ein Rad sich ein bisschen schneller dreht, das andere nicht. Würdet ihr da drin sitzen, würde das Auto hüpfen. Das fändet ihr nicht gut. Sitzt aber keiner drin. Deswegen können wir auf das Mitteldifferential verzichten, denn so haben wir ein bisschen mehr Traktion. Original Quattro in der Rallye hatte natürlich ein Mittendifferential. Und der Vollständigkeit halber noch, hinten war es ein Sperrdifferential vom ZF. Oder ist es ein Sperrdifferential bei den Autos, die noch existieren, vom ZF mit einer 75-prozentigen Sperrwirkung. Und in der Mitte hat er auch ein Differential gehabt. Aber wie gesagt, das finde ich lässlich. Das sind kleine Unterschiede. Alles gut. Ich finde es schon mal klasse, dass man hier überhaupt zwei Differenziale hat. Hier schön über eine Antriebswelle verbunden. Das ist jetzt auch kein Zahnriemenantrieb. Gibt es auch. Das hier finde ich irgendwie, ja, es macht mehr Flair, macht natürlich auch mehr Geräusch. Okay, kommen wir zur Aufhängung. Wir nehmen die Vorderachse, denn da ergeben sich besondere Unterschiede. Wenn ich mir die Vorderachse jetzt anschaue, wir gucken mal hier unten, dann sehen wir hier, der Reifen muss ja von oberen und unteren Lenkern geführt werden. Ja, damit er hier einfedern und so, zack, er soll ja schön federn können und soll dabei im Idealfall, ja, Spur und Sturz nicht verändern. Das ist das Optimum dahinter. Sieht das auch hier. So, und das ist eine Einzelradaufhängung, das hatte der Original Quattro auch, aber der Original Quattro hatte vorne auch unten einen Dreiecksquerlenker. Ja, hier ist das. So, Dreieck, hier ist das Rad und da Dreieck. Aber oben hatte er einen sogenannten MacPherson-Lenker. MacPherson. Das heißt, ich habe eine feste Einheit zwischen dem Stoßdämpfer und der Radaufhängung. Na, wir machen es so. Zack, das ist eine feste Einheit, die ist fest verbunden. Hier, da ist ja auch so ein bisschen Gummi, das müsst ihr euch als Rad vorstellen. Das ist fest verbunden. Damit ist er oben aufgehängt. Ich habe nicht noch weitere Lenker hier, sondern damit ist er oben aufgehängt. Und der Vorteil von so einer MacPherson-Aufhängung, also der Einheit zwischen der Stoßdämpferhalterung und der Radaufhängung hier, ist, dass ich eine Menge Platz gewinne. Und gerade bei einem Auto mit einem Antrieb auch der Vorderachse brauche ich ja vorne viel Platz. Ich muss ja nicht nur die Räder antreiben, ich muss ja auch noch das Lenkerstänger irgendwie unterbringen. Und deswegen gibt es diese MacPherson-Variante bei sehr, sehr vielen modernen Autos. Gerade im Kompaktwagenbereich. Alle MacPherson. Gibt dann im höherpreisigen Autobereich wieder aufwendigere Achsen, weil die beim Komfort noch ein bisschen besser ansprechen, aber MacPherson ist da sehr verbreitet. Hier haben wir kein MacPherson, da ist oben, nennen wir es, wenn wir nett sind, auch mal ein Dreiecksquerlenker, also oben einfach nur ein Lenker. Auch das finde ich lässlich. Bei einem 500-Euro-Modell, wobei jetzt muss ich echt nachdenken, kenne ich ein RC-Modell mit einer MacPherson-Achse vorne? Also wenn euch jetzt einfällt, schreibt es drunter, mir fällt gerade keins ein. Ich wollte es auch nur der Vollständigkeit halber
gesagt haben, wichtiger ist, Einzelrad aufgehängt und ich habe die Dämpfer getauscht. Das Modell kommt nämlich original nur mit Federn. Das sieht so aus, als wäre da ein Dämpfer drin, da ist aber nichts drin, keine Ölfüllung, keine Dämpfung, sondern es ist nur eine Feder. Und das ist natürlich nicht gut, weil dann springt da den Känguru. Und deshalb gibt es für das Auto relativ günstig Aufrüstkits für eine richtige hydraulische Dämpfung. Was wir jetzt hier sehr schön sehen können, das ist, wie so ein Dämpfer aufgebaut ist oder so ein Federdämpferelement. Es ist ja komplett. Erstmal setzen wir hier die Dichtungen ein. So, jetzt gleich ein bisschen Dämpferöl. Jetzt kommt der Dämpferstab hier rein. So, und jetzt ist da ein ganz wichtiger Punkt. Ihr seht das vielleicht hier. Na, hier so sieht man es. Da ist ein Loch drin. Und umso mehr Löcher da drin sind, desto höher ist die Flussgeschwindigkeit des Dämpferöls im Dämpfer. Und desto weicher ist der gedämpft. Ich habe jetzt die härteste Dämpfungsstufe genommen mit einem einzigen Loch. Es gibt noch andere mit zwei und drei Löchern. Man kann theoretisch auch noch die Viskosität des Dämpferöls variieren. Also da ist es schon ganz spannend, was man da im Modellbaubereich machen kann. So, mal, was haben wir jetzt vergessen? Passen wir noch hier drauf. Das hätte man vorher machen sollen, aber egal. So, zack. Und ab geht's. Jetzt haben wir das Dämpferelement hier schon mal aufgebaut. So. Jetzt befüllen wir das Ganze mit Dämpferöl. Seht ihr das? Schön randvoll machen. Die Entlüftung machen wir so ein bisschen hier mit. Ah, da war noch Luft drin und nochmal. Sehr gut. So, da kommt jetzt so eine Ölkappe drauf. Und jetzt können wir das Ganze verschrauben und wir haben ein grundsätzliches. Zack. Ist ein bisschen schmierig. Dämpfungselement gebaut. Sieht man sehr, sehr schön. Wie das hier schön durch das Öl gleitet. Die Flussgeschwindigkeit wird halt variiert durch die Öffnungen in der Scheibe. Und ich finde es einfach ganz praktisch, wenn man hier so einen kleinen Dämpfer, Federdämpfereinheit sieht. Ist süß gemacht und vor allem das Auto liegt deutlich ruhiger. Wir gucken mal hier. Zack, ich reg den jetzt an. Zack, ihr seht, wenn er langsam wieder hochgeht, das ist die Dämpfungswirkung. Hätte ich jetzt da keine Dämpfer drin, würde der bang, 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 bang vor sich hinspringen. So mache ich, zack, und steht wieder in Ruhe. So soll das sein. Das finde ich schon mal gut, würde ich mir aber gönnen, genauso wie ich mir bei diesem Auto auch gönnen würde, sofort Kugellager reinzumachen. Der kommt in der Originalpackung, nur mit ja, hauptsächlich Plastiklagern. Da sind, glaube ich, noch zwei Messinglager oder so dabei, aber es sind hauptsächlich Plastiklager. Die erzeugen natürlich viel Reibung, das ist auch nicht schön. Und so ein paar Kugellager sind nicht teuer. Ich habe das ganze Ding hier komplett mit Kugellagern ausgestattet. Tut ihm gut, läuft da länger, weniger Reibung, läuft ruhiger. So, okay. Also man sieht, bei der Technik ist natürlich noch sehr viel Potenzial, um da eine höhere Originalität zu erreichen. Aber das habe ich auch nicht anders erwartet, gerade in dem Preisbereich. Was für mich viel entscheidender ist, wenn ich dieses Modell aufgebaut habe, und ich habe vorher keine Ahnung, wie jetzt ein Differential funktioniert, wie das grundsätzlich mit der Ansteuerung funktioniert. Danach weiß ich schon deutlich mehr. Und spätestens, wenn ich das zweite Modell aufgebaut habe, dann weiß ich, ach guck mal, so funktioniert die Aufhängung, das ist Feder und Dämpfer, so funktioniert ein Differential. Da habe ich schon mal sehr, sehr viel über Autos kapiert. Ich bin mir jetzt sicher, dass viele von euch noch kein RC-Auto von innen gesehen haben und sich jetzt auch fragen, was hat die ganze Kabellage da drin, wie funktioniert das Ganze, hat es überhaupt was mit einem modernen Elektroauto zu tun? Ja, da gibt es große Gemeinsamkeiten. Wir gehen es mal nacheinander durch. Ich habe hier meinen Elektromotor. Dieser bürstenlose Motor, oder besser gesagt hier in diesem Fall der Bürstenmotor, wird von dieser Elektronik, von dieser Leistungselektronik hier angesteuert. Hier, das ist der Akku. In diesem Fall haben wir es mit einem Nickel-Metallhydrid-Akku zu tun. Das ist jetzt ein Akku, wie er zum Beispiel bei Toyota auch in den Hybriden eingesetzt wird. Ist im Vergleich zu einem Lithium-Ionen-Akku oder Lithium-Polymer nicht so energiedicht, kann auch nicht so viel Strom raushauen, aber ist ein sehr zuverlässiger und sehr unkritischer Akku, da müsst ihr euch nicht so viel Gedanken machen und für das Modell hier reicht es vollkommen aus. So, der Strom geht hier in die Leistungselektronik rein und die Leistungselektronik hat grob gesagt zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist es, aus dem Gleichstrom einen Wechselstrom zu machen. Nur kurz erklärt, Gleichstrom, ja, absolut gleich. Ja. Wie mache ich da jetzt einen Wechselstrom daraus? Indem ich Schalter einfüge.
sondern wenn das hier meine Pluslage ist, ja, der Strom läuft gleichmäßig, dann schalte ich einfach in bestimmten Intervallen den Strom auseinander und drehe einen Teil nach unten. Jetzt habe ich hier oben Plus, jetzt habe ich hier Minus. Und das mache ich einfach periodisch. Bam, 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 bam. Einfach nur hin und her schalten. Dam, 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 dam. Und dann mache ich aus einem Gleichstrom einen Wechselstrom. Das mache ich dann ein bisschen komplizierter, noch mit 3 Phasen. Klettere das Ganze noch und zack, kann ich hier mit Wechselstrom raushauen und auch den Motor betreiben. Und dann muss ich den Strom natürlich auch noch regeln. Auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Klar könnte ich einfach nur über Widerstände machen, aber keiner will die Energie auf Widerständen verbraten, sondern das wird hier alles über die Leistungselektronik gemacht. Diese Leistungselektronik, da entsteht übrigens auch viel Abwärme, deswegen hat die auch so einen Kühler hier drauf. Klar, auch beim Schalten entsteht Abwärme, darf man nicht vergessen. So, und diese Leistungselektronik ist hier verbunden mit dem Empfänger. Das ist jetzt ein 2,4 GHz Empfänger, das ist ganz übliche Technik. Früher hat man da im Megahertz-Bereich gearbeitet, heutzutage hat man solche Empfänger hier. Das ist viel einfacher und unkomplizierter geworden. Und der steuert nicht nur die Leistungselektronik, sondern der steuert auch hier unten diesen Servo hier. Hört ihr das? Das ist der Servo. Da ist ein kleiner Elektromotor drin, der halt eine definierte Bewegung ausführt. Zack. So, und das ist im Prinzip das ganze Hexenwerk. Kann man noch irgendwas vergessen? Ja, hier hinten. Hier hinten habe ich noch das Verteilergetriebe, also der Motor. Das ist ein Einganggetriebe, wie auch beim normalen Elektroauto. Kraft geht nach hinten, Kraft geht nach vorne. Ist völlig ohne großartiges Hexenwerk. Und man kann hier übrigens die Geschwindigkeit, die Maximalgeschwindigkeit des Autos ganz einfach dadurch einstellen, dass ich hier die Ritzeldimensionen verändere, also das Verhältnis von Motorritzel zu diesem Ritzel hier. Und das habe ich übrigens auch gemacht, damit er ein bisschen schneller läuft. Beschleunigt er nicht mal ganz so zackig, läuft aber dafür schneller. Das ist ja immer so der Punkt. Wenn ich einen Gang habe, kann ich ihn entweder auf Höchstgeschwindigkeit auslegen, mit etwas schwächerer Beschleunigung oder auf besonders gute Beschleunigung, aber weniger Höchstgeschwindigkeit. Wie gesagt, das ist kein Hexenwerk mit den ganzen Komponenten hier, wobei heutzutage natürlich auch sehr, sehr viel integriert ist. Ich mache den jetzt einfach mal an, damit ihr das mal seht. Jetzt wird er wahrscheinlich motzen, weil die Fernbedienung noch nicht an ist. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt lenken wir einfach mal. Funktioniert wunderbar. So. Und jetzt geben wir mal Gas, besser gesagt Strom. Ich kann hier übrigens auch ein Rad, ja, machen wir einfach mal, um dir mal ein Differential zu zeigen. Ja, komm, wir halten das hier fest, unten auf dem Boden. Dann sehen wir, das Differential funktioniert. Ja, weil das hier einen Ausgleich macht. Wenn ich das mit beiden Rädern versuche, na, mal so. Ja, gut. Ich meine, jetzt habe ich halt ein paar Reifenspuren hier auf dem Tisch drauf gehauen. Ist halt passiert. Aber ihr seht, dann gibt es halt hier ordentlich Durchtrieb. Und das Ding hat schon mächtig Kraft. So, bei der Maßstäblichkeit der Leistung müssen wir ein bisschen aufpassen. Denn angenommen, dieser Motor hier entwickelt 1 PS, 735 Watt. Was gar nicht so wahnsinnig viel ist. Es gibt auch bürstenlose Motoren, die weit über 2 PS entwickeln, heißt das, dass das Originalauto dazu 10-mal mehr Leistung hat. Was dann ja nur 10 PS wären oder so. Vorsicht, Falle. Die Maßstäblichkeit bezieht sich auf alle 3 Dimensionen. Länge, Breite, Höhe. Und wenn ich jetzt auf die Leistung gucke und damit auch auf das Gewicht, also Beziehung Leistung und Gewicht, muss ich alle 3 Dimensionen sehen. Um hier fair zu sein, muss ich 10 mal 10 mal 10 rechnen und dann sind wir bei Faktor 1000. Das heißt, wenn dieses Autochen hier 1 PS macht, entspricht das ungefähr 1000 PS bei einem echten Auto. Und dann sehen wir plötzlich, wow, die haben natürlich viel mehr Leistung, vor allem ein viel, viel besseres Leistungsgewicht als die Originalautos. Und deswegen beschleunigen die auch irrational viel schneller. Jetzt hiermit geht es noch, aber wenn man das maßstabsgetreu bezieht, dann merkt man schon, wow, das ist schon abgefahren. Und wenn man da noch einen stärkeren Motor hat, hat das gar nichts miteinander zu tun. Ich würde sagen, wir machen ihn wieder zu, denn ich freue mich jetzt auf eine Sache ganz besonders, dass ich ihn jetzt mal ausführlich fahren kann. Das habe ich mir bisher gespart, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich wirklich Angst hatte, dass ich ihn vorher gegen die Wand setze und euch dann ein kaputtes Auto zeigen muss. Lieber Audi Quattro A2, ich möchte mich jetzt ganz offiziell bei dir entschuldigen, dass du hier auf so hartes Geläuf geschickt wirst und nicht so einen ebenen Asphalt. Aber historisch gesehen
warst du auf Asphalt nicht der Star. Das da konntest du gut. Und das probieren wir jetzt aus. Ha, natürlich kannst du das gut, geil. Ha, wie Mikola in seinen besten Zeiten.